So, da sind wir dann auch schon wieder, gehen schnell schlafen. Und bei der Musik schwant einen schon das Böse. Aber mein Gott, wir machen trotzdem weiter. Ziehen mit der Axt jetzt raus. Oder vielmehr mit unserem Schwert. Und schreien, wow! Und dann gehen wir auf die Spinnen los. Stirb! Stirb! Creeper! Stirb! Wow! Wer stirbt als nächstes? Da hinten, Skelett. Stirb, du rasendes, bösartiges, hinterhältiges Creeper. Oh Gott. Den muss ich jetzt erstmal weglocken. Puh. Und zack. Oh, wie viele sind denn das? So, ich glaube, das war jetzt das Gröbste in der Nähe. Na, den da holen wir jetzt auch noch ran. Ich sollte wirklich mal Pfeil und Bogen bauen. Zumindest hier für den Hard Mode. Ich kämpfe ja sonst ungern mit Pfeil und Bogen, weil Nahkämpfer einfach heroischer sind. Ah, und wie man sieht, sind die Achievements wieder ein bisschen kirre. Na toll. So, zumindest haben wir jetzt mehr Erfahrung bekommen dadurch. Die ich auch mal irgendwann gerne in so eine Waffenverzauberung stecken möchte. Das heißt, sobald wir genug Diamanten haben. Davon brauchen wir mindestens, ich sag mal, 5. So. Dieses Loch hier, das machen wir jetzt auch mal dicht. Können die da drin nicht mal ruhig sein, wenn sie schon ihre Party feiern müssen? Tiere. So, das sollte für den Anbau reichen. So, gucken wir mal. Das hier unten möchte ich gerne noch austauschen, weil das sieht so etwas doof aus. Der ganze Fluss sieht eh irgendwie unförmig aus. Naja. Zumindest plätschert er ein bisschen vor sich hin. So. 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 Und so. Ich baue hier wirklich ganz einfache Gebäude. So, jetzt fehlt mir natürlich... Wir bräuchten übrigens mal einen Weg aufs Dach. Das wäre toll. Leitern haben wir doch bestimmt. Nein, wir haben keine Leitern. So. So, das sollte reichen an Leitern vorerst. Dann brauche ich das Glas und wir brauchen noch ein paar Fackeln.
So, da machen wir erstmal einen Stack nur. Sparen uns mal die Stöckchen auf, denn ich brauche, habe das Gefühl, ich brauche hinterher noch ein paar mehr Leitern. So, der Weg aufs Dach, der kommt hier direkt hier hin. So. Ich hoffe, das Glas reicht. Da bin ich mir absolut nicht sicher bei den paar Spillen hier. Ansonsten, wir haben hier im Sumpf ja alles massig vertreten. So reicht das Glas nie im Leben. Na, das reicht nie und nimmer. So, hier ist Ende. Machen wir erstmal das Holz hier weg. Ey, du kommst da auch runter. Holz ist ein seltener Rohstoff. Zumindest momentan noch. Da möchte ich ihn nicht auf irgendwelchen Häusern zurücklassen müssen. So, das heißt ein bisschen Sand holen. Haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir 5. Hier haben wir gar nichts. Hier auch nicht. Irgendwo hatten wir Sand drin, das weiß ich ja hier. Die machen wir mal so vor sich zu. Und gleich fangen wir dann mal auch an, die Tierstelle noch ein bisschen tiefer zu legen, damit wir ein bisschen mehr Komfort kriegen. Und ich bin gespannt, wie lange wir in dieser Welt bleiben können, bevor sie uns nicht mehr will und uns irgendwelche fiesen Monster auf den Hals schickt. Hier drin könnten wir auch mal ein bisschen mehr für Licht sorgen. So. So. Und so. Kann man auch gleich hier mal den ganzen Boden rauspellen. So. Jetzt haben wir immer noch eine schöne Lücke in der Decke. Na, ob das reicht? Zumindest könnten wir das schon mal so machen, dass hier keine Spinne durchkommt. So. Und jetzt holen wir uns einfach mal ein bisschen Sand von da vorne. Und ein paar Setzlinge, die nehmen wir uns auch noch gratis mit hier. Und irgendwie finde ich das hier inzwischen toll, dass wir uns ein Sumpfbiom ausgesucht haben. Oder vielmehr, dass ich uns ein Sumpfbiom ausgesucht habe. Als ich nachts quer durch die Gegend gerannt bin, kreischend, schreiend. So. Das sollte auf jeden Fall jetzt reichen. Hallo Schwein. Wie geht es dir? Hallo Huhn. Nee, also das muss aufhören. Vor allem hoffe ich mir, dass es dann mal etwas leiser wird, wenn wir sie etwas weiter wegschaffen. So. Weiter weg im Sinne von tiefer runter. Ei, nein, nein, nein. Nein, das müsst ihr euch... Na, obwohl. Ist doch eigentlich auch wurscht. Dann kriegt ihr das halt also noch zum Stall gratis dazu. Seine Ecke, wo ihr euch verkriechen könnt. Na toll. Geht erstmal alle da rein. Dann kann ich in Ruhe die andere Seite machen. Scheiß Viecher. So, das sollte reichen. Dann
setzen wir schon mal die ersten Melonsamen und machen das jetzt hier fertig. Schön. Das Dach steht auch. Haben wir den Eimer dabei? Ja. Jetzt brauchen wir noch Moosstein, wenn wir es dann noch haben. Nein. Dann nehmen wir nochmal einen Cobblestone. So. So und so und so. Und dasselbe hier nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt haben wir natürlich keine Hacke dabei. So, die Nacht können wir dann jetzt nutzen, um unser Tiergehege tiefer zu legen. Und am Morgen gucken wir dann mal, was draußen alles stehen geblieben ist. Und haben unsere helle Freude mit den Viechern. Denn es geht ja hier um Punkte. So. Woran ich jetzt denken muss, ist, dass ich hier die Fackeln tiefer legen muss. Denn da oben nützen sie einem herzlich wenig. Autsch. Wenn die mir jetzt da reinfallen, ist das natürlich nicht so geil. Muss mal so uns formulieren. Ah, nicht Huhn. Ah, das erste Huhn ist schon weg. Nein, nein, nein. Mehr Tiere gehen hier nicht runter. Das sehen die Tiere anders. So. Kommst weg. Fackel, du. Ach, grausame Welt. Die armen Tiere, die jetzt in meiner Höhle rumlungern. Wenn die irgendwann in der Gemeinschaft landen, wie wollen die sich denn verteidigen? Gegen die dunklen Kreaturen. Obwohl, mein Gott. Scheiß drauf. Hat das arme Höhlenhühnchen da unten zumindest etwas Gesellschaft? Schon wieder so eine Lücke. Ich gehe mal runter, um das Zeug einzusammeln. Und kleide mal hier so provisorisch die Decke aus. Ist, glaube ich, einfacher, als das jetzt alles von oben zu machen. So. Hallo Hühnchen. Hallo Hühnchen 2. Mein Gott. Lass die Hühner in den Keller. Wenn sie es unbedingt wollen. Wir könnten schon mal 2, 3 Leitern noch machen. So, die brauchen wir dann auf jeden Fall. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, der Eingang ist da. Ach so, krieg ich ja 2 pro Dings. So, der Eingang ist mir persönlich jetzt erstmal egal hier. Der ist ja mehr dazu gedacht, um Tiere einfach reinzuschmeißen. Essen zwischendurch mal. So, und dann unterbrechen wir kurz diese Folge.